Hi, willkommen zurück bei Daddel mit Phoenix und Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir machen an dieser Stelle weiter in der Hauptmission, da unten, wo wir letzten Part aufgehört haben. Ich habe offscreen noch ein paar Sachen erledigt, die nichts mit der Story zu tun haben. Ein paar Schatzkisten wieder eingesammelt. Ein paar. Na, wie heißt das? Na, Schmuckkästchen gesammelt hier von diesen komischen Spieluhren, ein paar Gebiete befreit und so weiter. Also so eine kleine Nebenaufgaben halt. Und wir machen weiter mit die Pressefreiheit Sequenz 3. Verdammt! Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Ivy Frey und ihr Bruder Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. Sowas hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an Ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Sie mich? Ich kann Ihnen helfen. Ja, so haben wir jetzt den Greifhaken, höchstwahrscheinlich. Ich weiß zwar noch nicht, wie man ihn ausrüstet, aber ich denke mal, wir haben ihn. Also, Mr. Bell. Big Ben erreichen. Naja gut, das sollte auch kein Problem sein. Zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die Menschen. 100% Southwark, 100% Themse. Wir haben einiges gemacht. Also, ich und mein Bruder. Mein Bruder und ich. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Oh, weil ihr wie die Verrückten fahrt. Oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wache zu passieren. Drücken Sie L1, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante L1, um per Seilrutsche große Freiräume zu überwinden. So kann man sich einige Helixpunkte in der Stadt holen, anders ist das nicht möglich. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Achso, ja, jetzt wo ich es machen kann, mache ich es einfach mal. Drücken Sie L1. Okay. Ja, cool, geht wesentlich angenehmer. Schöne Aussicht. Ja.
Cool. Also Luftattentat ist auch möglich, wie man eben gerade gelesen hat. Alles klar. Ey, da war ein Helixpunkt. Wieso kriege ich den nicht? Ach so, okay, das war einer von diesen. Gut. So, hier rauf. Dann wollen wir da oben rauf. Ach, gefällt mir richtig gut. Und jetzt wollen wir. Okay, da kann ich noch nicht rüber, also muss ich erst dahin. Und jetzt höchstwahrscheinlich da oben, ne? Auch nicht. Jetzt aber. Sollte geklappt haben, die zusätzliche Aufgabe. 30 Meter über dem Boden bleiben. Das sollte reichen. Ja. Nee, ich will da nicht hoch. Da wollte ich eigentlich hin. Der Greifhaken ist ein bisschen unsicher. Glaube ich. Aber ich denke mal, wenn man damit ein paar Mal gearbeitet hat, findet man sich damit recht gut zurecht. Ich muss mir angewöhnen, mein Handy auf leise zu stellen, wenn ich Aufnahmen mache.
Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Ja, ich habe doch schon eine Rauchbombe. Eine Wache per Seilrutschenattentat töten. Ja, ich bin gespannt, was man noch so an technische Neuerungen kriegt hier im Spiel. Irgendwas habe ich gelesen von einer Elektrizitätsbombe. Mal gucken, ob es auch wirklich so stimmt oder ob man, ja, da wieder irgendwelche Abstriche machen muss. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut mit der Seilrutsche hier. So, ist das eine Wache oder ist das eine Kiste? Plündern, das ist eine Kiste, okay. Ob es auch als Wache zählt? Ich hoffe. So, mal ganz schnell für Ruhe und Ordnung gesorgt. Oh cool, jetzt kann ich Sachen herstellen. Das ist ja mega gut. Messerkapazität, okay. So, ich brauche auf jeden Fall das hier. Kann ich nicht. Weil ich bestimmt erst das machen muss.
Bells Werkstatt erreichen. Okay, die ist da hinten. Nur Minuten trennen dich. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Munition ich jetzt eigentlich tragen kann. Ja. Na, mal gucken. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. Ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha, ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Alles geschafft, hör mal. 4000 Erfahrungspunkte, also 4 Fähigkeitspunkte. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt? Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Stareks befreien. Wer sind meine Ziele? Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Stareks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Gut, da war ich ja eh schon mit bei, die ganzen Gebiete zu erobern. Und das werde ich definitiv auch weitermachen. Aber das werde ich alles offscreen machen, sodass ihr davon nicht mit viel mitgekriegt, weil das ist einfach alles nur ein und dasselbe. Geh dahin, töte den, geh dahin, töte den, geh dahin, entführe den und so weiter. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. Ein Brief. Für mich? So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Hauptmission. Wir haben hier eine Nebenmission.
Ein Groschenroman. Wir haben hier noch mal ein paar Nebenmissionen. Ja, läuft auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Das sind wieder knackige 20 Minuten. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Ich denke mal, ich werde die ganzen Stadtteile hier heute noch einnehmen, mit meinem Bruder zusammen. Und dann sehen wir uns morgen bei den Hauptmissionen hier wieder. Vielleicht auch noch heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.